Warte! Ich brauche dich! Lauf nicht fort! Oh, dieses Mistvieh! Oh, treffe ich sogar. Habe ich so eine weitere Reichweite? Oh, oh. Ja, okay. Nehmen wir die anderen gleich mit. Und freiwillig. Das sind jetzt Magier, ne? Ja. Renn! So, wo ist jetzt mein Tier? Seide. Habe ich hier noch was vergessen? Ah, da ist mein Tier. Pfennigreißzähne. Okay, das war nicht mein Tier. Echt unverschämt. Lammwolle. Elfenwurzel. Oh, warst du mein Tier? Ja! Yeah! Und Peppler! Was willst du? Habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Nein. Eine Elfin namens Ritz? Nö, aber wir können sie für dich suchen. Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Wir unterhalten uns später. Ja, wir suchen sie für dich. Kein Problem. Sonderbare Bettgenossen. Das ist so viel. Ich glaube, danach werde ich mal die Bedrohung bleibt stehen machen. Erstmal hier so rumlaufen und dann, ja, das machen wir. Sagte sie und macht tausende andere Quests. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Findest du? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Guck mal, was haben wir denn da? Machen wir gleich. Unser Lager aufschlagen. Ups. Gebogener Stabgriff. Stufe 1. Schauen wir mal. Lager aufschlage. Lager der Inquisition zum Ansehen, Steuerung drücken. Durch die ganzen Mods hängt das ein bisschen. Wie man jetzt gerade sieht. Ja. Ich glaube, die Mods muss ich dann doch wegmachen. Wobei ich ja meine Frisur so schön finde. Was brauche ich denn hier noch? Baumwollsamt. Also eigentlich alles. Gruppe wechseln kann man ja, glaube ich, noch nicht. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Will ich hoffen. Dann machen wir mal schnell das hier. Wenn wir das gemacht haben, Zwergensohnpass. So. Irgendwie laufe ich in die falsche Richtung. Kann das sein? Ja. Wir müssen da lang. Aber hier gibt es bestimmt auch noch was Schönes. Sommerstein und Seide. Und ein Templer. Ich muss echt was mit seinem Mama. Weil so ist der. Nein, ihr habt nicht angegriffen. Oh. Gott. Ja, diese Tempel. Magier und warum kriegen die sich schon wieder? Also wir wissen nicht alle raus. Okay.
Echt? Haben die was hinterlassen? Nein. Die töte ich auch noch. Und du gibst mir nicht mehr irgendwas dafür. Schäm dich. Schämen solltest du dich. Na, was ist denn hier? Da oben ist auch was. Kann man hier hoch? Ja. Ich höre Pferde. Hört ihr das auch? Aber ich sehe keine Pferde. Ein Templer, würde ich sagen. Nur von der Rüstung her sieht es aus wie ein Templer. Brief gefunden bei einem toten Templer. Mhm. Phylakterien. Ja. Jeder Magier hat ein Phylakterium. Das dient dazu. Dass sie dann, falls sie mal ausreisen sollten, fliehen sollten, von den Templern wieder erwischt werden. Da wird dann gleich am Tag der Läuterung von denen ein Stück Blut abgenommen und in so ein Phylakterium gesetzt. Ja, reingetan. Und dann wird es aufbewahrt von diesen Templern oder dem ersten Verzauberer, wie auch immer. Langdolch des Rekruten. Embryon. Guck mal, ich kann nicht mehr durch die Pflanze laufen, ey. Ja, ja. Sunde? Kann ich hier hochspringen? Nein. Schon viel zu viel hier. Was bist du? Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Ich glaube, ich wurde erwählt. Ich bin mir nicht sicher. Naja, eigentlich. Ja. Ach komm. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ja. Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Kann ich gerne machen. Dieser Kult, was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Mhm. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Ja. Gepriesen sei der Herold Andrastes. Ich nehme an, es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubeten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Ach, da hinten ist was. Ja, okay. Lornas Exil. So. Auch das hier werde ich mir später durchlesen. Nur jetzt wäre es... Warum blickt es hier? Ah, guck mal, da ist es. Ah, das ist nämlich mal nicht unser Ziel. Wir dürfen den Gesang des Lichts nicht anstimmen. Upsala. Unsere Unvollkommenheit hat den Himmel zerstört. Ist hier hinten auch was? Ja. 58. Will mich nicht vorbeilassen.
Ach, gehen wir erstmal die rechte Seite machen. Ach, geht doch aus dem Weg. Müsst ihr mir immer im Weg stehen. Hundeleder. Arme Hunde. Hier ist nichts, oder? Ist auf jeden Fall auf der Seite. Okay. 32. Hm. Okay, das ist alles schlechter als von Solus und mir. Warum? Ich kann nicht mehr über den... Okay. Ja. So, gehen wir hier gucken. Ach nee, es ist auf der Seite. Ja, ja, ja. Schlangenstein. Wieder um Material. Entschuldigt bitte. Ja? Seid ihr auf eurem Weg hierher? Ich bitte euch. Solltet ihr meine Liebste sehen, so sagt ihr... Ich trinke einen Faders. Flaschen an der Wand. Okay. Ja, was wolltest du? Lady Berliner sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Wo könnte sie sein? Wo könnte eure Freundin sein? Sie ist meine große Liebe und sollte eigentlich hier sein. Ich hatte ihr schon vor Wochen geschrieben. Ich weiß, der Weg den Hügel hinauf ist gefährlich, aber die Magier und Templer würden doch sicherlich keine junge Dame behelligen. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Lebt wohl. Finde Velina. Tja, die Templer haben bestimmt was. Die Templer sind immer böse. Hoppala. Naja, bis auf Cullen. Ho, ho, ho. Ja, okay, von da kam ich. Wie war das nochmal mit den Fertigkeiten? War das hier? Nein. Das war bestimmt hier. Charakterbogen. Oh, ich habe 2 verfügbare Plätze. Ist das nicht schön? Nee, das will ich auf jeden Fall nicht. Ich bleib bei Eis und bei Feuer und Gewitter. Das wollte ich haben. Energiesperrfeuer, ja. Und dann nehmen wir noch eins von hier. Ich glaube, das hier. Du entfesselst eine gewaltige Explosion, die Gegner im Zielgebiet in Brand steckt. Zauberauslöserfähigkeit, setze sie außer Gefecht, gesetzte Gegner. Ja. Das nehmen wir. Ist gekauft. Und wahrscheinlich werde ich da... Ups, nein, ich wollte noch die anderen anschauen. Soul, es hat 3. Was hat denn der jetzt? Der hat Geist und Eis, also Geist. Barriere. Du erschaffst eine schimmernde Schutzbarriere, die vorübergehend. Na, 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 na. Ja, ja. Und hier sind ja so kleine Ver. Was? Aufwertung wechseln? Ah, okay. Deine Barriere behält jetzt ihre volle Stärke länger bei. Du hast gelernt, Barrieren mit einer zu wirken, jedes Mal, wenn eine von dir gewirkt hat. Bannen. Ja, ich muss... Ja, keine Ahnung. Nehmen wir eins von hier. Was denn das? Deine besänftigte Aura macht es unwahrscheinlicher, dass du von Gegnern angegriffen wirst. Siehst du es selbst dann? So, ich muss eh hier runter. Du befreist Verbündete. Ja, komm. Oder nein, was ist das hier? Geistschlag. Achso, dann muss ich hier rüber. Will ich nicht. Was machst du? Ja, okay, das ist das schon besser, ja. Geistschlag. Du bringst Gegner mit einer Explosion rein. Ja, genau, das wollte ich. Das gab es, glaube ich, auch in den ersten Teil oder zweiten. Deswegen Wiederbelebung. Machen wir erstmal anwenden.
glaube, er hat noch Eis. Was gibt's denn hier? Du lässt dich von Wellen unsichtbarer Magie ein kurzes Stück nach vorne tragen. Was ist das? Dann wäre... Gott. Nehmen wir so ein kleines noch. Eisige Umarmung fügt jetzt auch nahen Gegnern Schaden zu und kühlt sie ab. Eingefroren wird allerdings nur das Hauptziel, okay? Bereits eingefrorene oder abgekühlte Gegner erleiden gewaltigen Schaden, wenn sie von einer... Ja, okay. Das ist viel zu viel. Nur automatischer Stufenaufstieg. Das werde... Upsala. Ich glaube, das werde ich bei denen auch machen. Oh Gott, viel zu viel. Sie hat das und das. Vielleicht verbessere ich das jetzt auch erstmal nur. Bei Einsatz von Schilwa wird eine Bewegungsgeschwindigkeit weniger stark verringert. Du schützt außerdem nahe Verbündete. Okay. Die Abwehr mit Schildwall verbraucht weniger Ausdauer und zeigt mehr Block. Ich nehme, glaube ich, das hier. Du versuchst mit Vergeltungsschlag höheren Schaden und betäubst darüber hinaus verhöhnte Gegner. Ja. Und was ist das? Du kämpfst erbittender, wenn du verletzt bist und gewinnst dadurch Ausdauer, sobald du... Ja, okay. Oh Gott, das ist so viel. Mal gucken wir was bei dem anderen. Wo ist das? Vorreiter. Kriegsschrei. Du verhöhnst alle nahen Feinde mit einem Schrei. Du weißt, wie du Ausrüstung empfindest und hältst deshalb bei aktiven Block. Ja, okay. Varric. War hier, warte mal. Bogen. Tod von oben, ja. Du hechtest aus der Gefahr. Ich glaube, das nehme ich. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre... Ne? Du fügst Gegner... Ne? Ja. Und was ist das hier? Fernschuss, du spürst jetzt sämtliche Gegner in der Flugbahn des Pfeils und verursacht für ihn. Ne? Ja, okay. 900% ab 25 Metern. Ich glaube, ich nehme das hier und... Warte, was war das? Wo war das, habe ich gesagt? Das hier. Oder das hier? Nee, das hier wollte ich. So. Ja. Kann man das hier so drehen? Okay. Dann mal los. Ich hoffe, die sind nicht... ups. Was für Level? Ah, okay. So geht der. Das macht mehr dafür. Und das... Oh, oh, oh. Also. Niederer Schrecken, du. Aber so kann man die ja betäuben. Achso, wir warten. Ah! Wirkungsbereich Angriff ermöglichen dir mehrere Gegner gleichzeitig zu attackieren. Okay, zurück. Ja, kein Problem. So. Hey! Ich hasse diese Teleportationsmonster. Niedere Schrecken. Wo ist denn? Ach, da ist noch einer.
Sammeln wir das noch auf.